will, dass du hier bleibst. Du hast mein Leben total verändert. Weißt du das überhaupt? Ich meine, du hast es komplett auf den Kopf gestellt und dafür werde ich dich immer lieben. Auch wenn ich weiß, dass du mich nicht auf die gleiche Art liebst. Das ist in Ordnung. Ratan, was ich eigentlich sagen wollte. Urteilt nicht nach Nationalität, Hautfarbe oder Alter. Es gibt keine Hautfarbe, Alter oder bleibt Nationalität für Integration, Akzeptanz und Erfolg. Urteilt danach, wie ein Mensch sich zu dir verhält. Darauf kommt's an. Wenn wir sterben, sind wir alle gleich. An unseren Knochen erkennst du keine Hautfarbe, keine Nationalität. All den Frust in sich rein. All den Frust in sich rein, Bruder. Aber ihr Herz ist immer am Lachen, Bruder. Sie lacht immer. Bruder, meine Mom ist nie traurig. Und wenn sie traurig ist, dann siehst du es nicht. Deswegen kann ich dir schwer sagen, wie... Weißt du, was ich meine? Ja. Sie lässt es sich niemals anmerken, Bruder. Ja. Also natürlich, Bruder, wenn ich jetzt richtig abgefuckt bin und dies und das, dann siehst du auch sie. Es ist gerade hart für sie, mich so zu sehen. Das ist schwer zu beschreiben, Bruder. Wir werden niemals fühlen, wie unsere Mütter fühlen. Wir können das gar nicht, Bruder. Wir können das nicht. Vor allem wir Männer nicht, Bruder. Wenn dann vielleicht eine Frau irgendwann, die irgendwann ein Kind bekommt, die kann sagen, Mom, ich verstehe dich jetzt. Ja. Wir werden nie unsere Mütter verstehen. Nur noch bis zum Abendessen darf er bei seiner Frau Ingeborg bleiben. Du bist traurig, weiß ich. Und wenn du traurig bist, dann bin ich das auch. Also... Mach's gut. Und ich hoffe, dass ich dich bald wieder besuchen darf. Wir schaffen das, Mami. Es gibt eine bekannte Falle in der Wildnis, welche Jäger gerne nutzen, um Affen einzufangen. Dabei schneiden sie in eine Kokosnuss ein Loch, tun dort Samen rein, welche die Affen gerne essen. Das Loch ist aber nur so groß, dass der Affe nur mit seiner flachen Hand reinkommt. Und sobald er die Samen greift, um sie rauszuziehen, mit seiner Faust festhängt. Sobald der Affe merkt, dass die Jäger auf ihn zulaufen, wird er panisch und versucht mit seiner ganzen Kraft und Energie, seine Faust aus der Kokosnuss zu ziehen, statt einfach die Samen loszulassen. Einige von euch würden jetzt sagen, dummer Affe, oder? Doch kommt dir vielleicht diese Situation in deinem Leben bekannt vor? An welchen Menschen hängst du fest? Wer ist diese eine Person, an der du so festhältst, dass du aus deinem emotionalen Loch gar nicht mehr rauskommst? Du verschwendest so viel Zeit, Energie, Gedanken, Emotionen für diese Person, statt einfach loszulassen. Hör auf, dich an Menschen festzuhalten, die dir schon lange klargemacht haben, dass sie deine Liebe nicht wertzuschätzen wissen. Lass los und zieh weiter. Hör auf die Liebe. Liebe vergeht. Vertraust du auf dein Herz? Dein Herz wird irgendwann aufzuschlagen. Keine Worte und auch keine Videos von irgendwelchen Missgeburten schaffen es, mich dermaßen runterzuziehen, wie der Tag, an dem mein Vater vor meinen Augen gestorben ist. Wisst ihr warum? Weil das sind nämlich die dunkelsten Momente in eurem Leben. Und genau diese Momente machen euch nicht zu einer schwachen Person, sondern zu einer der stärksten. Warum tut deine Trennung so weh? Das ist ungefähr dasselbe, wie wenn ich dich fragen würde, warum tut dein Knochenbruch so weh? Wenn du wählen müsstest, was würdest du nehmen? Die Knochen, die brechen oder die Trennung, die lange anhält? Der Schmerz, der viel tiefer sitzt, der viel unklarer ist. Weißt du, warum Menschen, die sich ritzen, sich das antun? Tiefe Wunden in ihr Fleisch schneiden? Weil sie ablenken wollen von dem Schmerz, der viel tiefer sitzt. Dem emotionalen Schmerz. Und das ist das Problem bei uns. Wenn wir uns etwas brechen, dann gehen wir zum Arzt und lassen uns behandeln. Denn wenn wir es nicht tun, wird der Knochen falsch zusammenwachsen. Und wir werden unser ganzes Leben lang ein Problem damit haben. Und genau das machen wir mit Emotionen. Wir glauben, wir müssen uns dafür schämen. Uns zu Hause einsperren, verstecken, nicht darüber reden und es verheilt niemals. Und wir werden unser ganzes Leben lang ein Problem damit haben. So viele Menschen haben Probleme mit Emotionen und laufen bis heute damit rum, weil die Wunde nie richtig verheilt ist. Wirklich so, es war ein Moment, ich war wieder am Ende. Ich war wirklich am Ende. Wirklich am Ende, wäre es so weitergegangen, ich wäre abgekackt. Und genau in diesem Moment, ich habe sogar noch einen Screenshot von dem Anruf, den sie gemacht hat. Sie hat mich genau in meinem schlimmsten Moment angerufen. Es war wie, als hätte Gott mir einen Engel geschickt. Haben wir geredet, ein paar Wochen Kontakt gehabt. Und dann haben wir einfach mal über die Vergangenheit geredet. Was haben wir erlebt, was haben wir gemacht? Und ich sage ehrlich, in den letzten 7 Jahren, was ich gesehen habe, ich will einfach Luisa heiraten, habe ich mir gedacht. Ich will sie heiraten. Ich will nichts mehr sehen. Ich habe Scheiße gesehen, ich habe Frauen gesehen, ich habe alles gesehen. Ich will nichts mehr sehen. Ich will dieses Mädchen heiraten. Wallah, dieses Mädchen hat das beste Herz. Sonst hätte ich sie nicht geheiratet. Und wenn Sachen schwer sind, ich bin dafür da, dass ich schwere Sachen auf mich nehme. Wir haben Fehler gemacht. Ich habe so viele Fehler gemacht.
aber sie kann sie tragen. Sie hat Fehler gemacht, die ich tragen kann. So.